Recht herzlich willkommen zur 189. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal hier aufgehört. Ja, da kommt jetzt ein Zug, ne? Wie das ist jetzt. War der Gedanke, den ich schon hatte, war der, dass ich vielleicht hier die Signale einfach in der Mitte umdrehe, beziehungsweise auf der Außenbahn umdrehe und der fährt andersrum da lang, ne? Aber ja, wenn wir das machen, ist es wahrscheinlich dann wieder so, dass es genau umgekehrt funktioniert. Jetzt fuhr hier mal einer lang, ne? Und dann ist kein Zug da. Das ist ja auch klar, ne? Naja, was soll's. Irgendwo ist das so. Ja, was machen wir weiter? Gute Frage, ne? Das ist, nee, da war falsch. Linienverwaltung wollte ich nicht. Ich wollte hier die Listen haben. Und dann hatten wir die Fahrzeugliste. Dann machen wir die Gewinne raus. Und dann haben wir hier ganz viele, die ganz viel Minus machen. Wieso macht denn da ganz viel Minus? Fährt der nach Zeit auch, oder was? Also er hat noch drei Anhänger frei, oder? Gerste kommt jetzt. Wird also beladen. Warum fährt denn der dann so viel Miese ein? Weil er nur in der eine Richtung transportiert, ne? Die andere nicht. Jetzt fährt er auch, weil er voll ist, ne? Ja. Wo fährt er hin? Ganz rum hier unten irgendwo lang, ne? Und dann fährt er wieder leer zurück. Genau so ist es. Ja, und mitkriegt er nichts. Um dann hier den Tausch zu machen. Und was passiert hier jetzt? Der fährt das dahin. Der hat Mineralöl da drin. Ach so, da ist eine Schiffsanlegestelle auch gleichzeitig. Und ja, dann ist es, dass da die Gerste liegt. 12.870 Tonnen Gerste liegen da, die nach Döbeln-Waldweg sollen. Und welches Schiff liegt hier an? Okay, das ist die. Und da ist das Schiff, was gerade anlegt, oder? Ne, da sind Sudfrüchte, die ankommen. Ist da überhaupt jemand, der das da abholt? Es muss ja jemand da sein, sonst wird es hier nicht passieren, ne? Steht jetzt nicht irgendwo noch ein Zug, der das macht, oder? Das haben wir ja schon offen wohl. Hier ist es ja. Ölschiff, Ölhafen. Ach, da ist es. Und wer ist das? Okay, die fahren alle dahin. Und die fahren alle plus ein, ne? Alle fahren plus ein. Getreide, Döbeln, Stadt, Nordwald. Das war da, wo wir gerade waren. Und wo geht's hin? Da. Also das passte, wo das Schiff eben war. Ja, da liegen noch 12.000 Tonnen. Ah, neues Jahr hat angefangen. Fangen gerade Minus ein. Dann müsste man mal gucken,
Warte mal, hier unten war auch noch ein Depot, oder? Haben wir nur da oben das Depot? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, so wie es aussieht, haben wir nur da oben das Depot. Was ist denn das hier für ein Haus? Bernsteinmanufaktur. Krasses Gebäude, habe ich noch nie gesehen. So schräg. Hammer. Hammer. Gut. Wir gehen mal oben zur Werft. Die war ja oben. Ich glaube, dann haben wir doch tatsächlich nur einen, ne? Oder was? Und da gucken wir mal nach Getreide, oder? Gerste ist ja auch Getreide. Ach, guck mal, da gibt es auch unterschiedlich große schon. Sollte man da was machen? Ich glaube schon, ne? Warte mal, der bereicht 4,25. Der 16,04. Der macht 19 km, der 13. Der ist also schon mal schneller. 500 Tonnen, 140. 140. 280, 560. Könnte vom Preis her egal sein, aber der ist auf jeden Fall schneller, ne? Ich glaube, wir setzen den mal da drauf und dann gehen wir auf den da. Und ich glaube, den können wir nochmal kopieren und dann starten wir den. Ich denke mal, das ist nicht verkehrt, dass da noch zwei drauf kommen. Haben wir's. So, wo fährt er nochmal? Achso, das ist er jetzt mit dem Getreide, der so viele Miese einfährt, die er dann auch weiterhin einfährt wahrscheinlich. Sehen wir gerade, wie es wieder Minus macht. Aber das ist halt die Situation, wo dann die Schiffe sozusagen das Geld reinholen, die da rumfahren. Ein bisschen Plus hat er so gemacht. Das liegt auch wahrscheinlich daran, wenn wir mal direkt dahin fahren würden. Diesen Weg, ne? Dann wird das wahrscheinlich finanziell besser dastehen. Aber das ist jetzt egal, wir machen da mit dem Dingens das Plus. So, Gewinne. Ja, ist jetzt schon schwierig, weil die fahren jetzt gerade, ohne vielleicht irgendwo angehalten zu haben. Da kann man nicht so wirklich sehen, wer da Gewinn macht oder Verlust macht, ne? Okay, dann lassen wir das erst. Wir können aber mal gerade über die Städte gucken wieder und unser Bereich anmachen, wo was ist. Ah, guck mal, hier unten ist schon eine Bushaltestelle, die wir schon wieder ausbauen können. Hier auch, da. Das heißt, dann sollten wir hier mal schauen, dass wir 1, 2, 3, 4 eine Straße bauen. Ja, wie machen wir die da hin? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier muss sie hin. So, oder? Und dann können wir hier die Haltestelle hinzaubern. Geht ja, ne? Oh, da ist ein Fleckchen, was dann überbleibt. Das ist doof. Dann reißen wir das mal gerade nochmal weg. Das Fleckchen will ich doch dann auch haben. Obwohl. Machen wir so. Reißen das Stück hier ab. Und dann machen wir das so. Machen da die Bushaltestelle hin und den Briefkasten daneben.
So passt's dann. Okay. Straße nochmal aufrufen, weil das machen wir dann ja hier auch. Hier ist die Haltestelle. Hier ist die Haltestelle. Und da. Ja. Das ist die richtige. 3, 4. Ist jetzt die Frage, von wo machst du das? Von hier oder von da, ne? Machen wir mal so. Nehmen die Haltestelle an der Hand. Ja, und setzen die dahin. Und den Postkasten machen wir davor. Passt. So, und dann müssen wir Linien ändern. 2. Adenau. Stadtbus Adenau. Hier sind erstmal Linien, die man löschen kann. Das war eine extra Linie, glaube ich, damit. Sag schon. Da was abgebaut werden kann in der Stadt, ne? So, aber Stadtbus Adenau, Süd und Nord. Wo ist das jetzt? Süd? Bahnhof Adenau oder Altenau? Wo sind wir denn jetzt hier? Adenau sind wir und hier auch, ne? Ja. Wo ist denn hier jetzt was markiert? Machen wir das V weg hier. Warum werden die Haltestellen nicht mehr angezeigt? Das war doch mal so, oder? Oder geht das nur so? Okay. Das ist auf jeden Fall hier die Südhaltestelle dann. Dann sind wir hier schon mal richtig. Und zwar Linie NA. Hier ist es mit Linie ändern, klar, ne? Läuft auch, wenn man es richtig macht, ne? Großbäckerei Betriebshof. Ist unser Haltepunkt. Das heißt, wir müssen nochmal wieder Großbäckerei Betriebshof da drunter machen und dann dahin. Aber wir haben ja gar keinen Postverkehr, sehe ich gerade. Okay. Bahnhof Nord. Ja, das fährt auch noch so. Okay. Das ist dann auch richtig. Da können wir noch einen hinten dran hängen. Könnten wir eigentlich. Wenn da nicht mal nicht zu viel wäre, ne? Ich glaube, wir machen da was anders. Das ist ja schon 1, 2, 3. Nee, warte mal, das war mit A, B, C, D. Ja, F, oder? C sind wir da. D, E. Nee, einer geht noch. Dann sind wir noch grün. Da ist die Großbäckerei. Nee. Doch, Großbäckerei und dann dahin. Dann passt's. Jetzt haben wir die Linie voll. So, das wird auf jeden Fall angefahren. Nur das, was nicht angefahren wird. Stadtbus Adenau Nord. Wo fährt denn der lang? Da haben wir irgendwas gemacht, oder? Aber irgendwie haben wir da was falsch gemacht, glaube ich.
Sieht aber so aus, als ob da Plus gefahren wird. Das ist das Rathaus, das Zentrum, ne? Der fährt zurzeit sogar Gewinn ein. Das Pendant ist der und der fährt auch Plus ein. Das ist jetzt schwierig. Adenauer Süd fährt auf jeden Fall miese ein. Und das ist hier die Linie, wo ich sagen würde, schmeiß das mal weg. Nicht laden und dann machen wir gleich hier ausmustern. Und dann fährt er nur noch die Post lang oder wie? Da ist er schon weg. Dann können wir den doch anders gestalten auch. Was machen wir mit dem? Wo fährt denn der jetzt hin? Jupiterweg. Und jetzt hat er nichts geladen. Das heißt, jetzt kannst du ihn auch gerade. Ne, ausmustern wollen wir nicht. Nicht laden, sondern wir setzen den jetzt gerade auf einer anderen Linie. Dann da drauf. Und der läuft. Und dann wieder laden. So, dann ist diese Linie auch weg. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. So, und jetzt haben wir hier noch Adenauer Nord. Da ist auch noch der Bulli drauf. Da fährt sogar noch die Buslinie auch noch und ist okay. Wenn wir da mal jetzt nicht was falsch gemacht haben. So, hier fährt auf jeden Fall die Post auch drauf. Der Postbulli ist aber veraltet, steht da. Der kriegt jetzt auf jeden Fall auch die neue Linie. So, fertig. Und der soll mal nicht laden und den fliegt dann der da runter, oder? Wird man die Leute genug los? Der fährt noch von Haltestelle zu Haltestelle, wie ist das, ne? Kann das sein? So. Ich dachte, jetzt wäre er fertig gewesen. Ach, dann können wir den auch ausmustern. Das geht ja auch so, ne? Okay. Machen wir was schneller, bis er weg ist. Ist er weg? Und dann macht die Haltelinie auch die Löschelinie löschen. So, und dann ist ja das hier. Gucken wir uns nochmal an. Da. Und das ist alles drin, richtig? Ja. Ist der da oben auch drin? Nee. Das war wahrscheinlich auf der alten Linie, oder was? Hier fahren zwei Postbullis. Das ist doch bestimmt auch verkehrt, oder? Genau so ist es. Dann habe ich den falschen erwischt. Der muss auf die Südlinie. Knapp vorbei, wahrscheinlich geklickt, ne? Naja, geht auch. Kriegen wir auch noch hin. So, dann passt das jetzt aber mit den zwei Sachen erstmal. Und jetzt ist die Frage, wer fährt hier hin? Da ist Tierfutter angesagt und da ist LKW angesagt. Das heißt, da wird gar keine Person abgeholt. Ist die Frage, ob es da überhaupt welche gibt. Ja, das ist eine gute Frage, ne? In Rieden. Hier ist Adolfzell, nicht Rieden.
Der hat 35 Passagiere und der 70 Passagiere. Der hier 44. So ein minimalistischer Bus ist das, ne? Dafür müssen wir dann eine neue Linie noch schaffen. Ja. Neue Linie. Geht von da. Noch da, oder? Mehr nicht. Und das ist dann Geflügelhof Adenau Bahnhof. Da können wir noch so Minus machen. Dann passt das, ne? Und jetzt können wir den da auswählen. Geflügelhof. Steht der jetzt schon? Ist der hier einsortiert sein, oder? Oder so ganz unten? Weil neu, ganz unten. Und starte den mal. Können wir uns mal angucken, was der dann so macht. So, dann haben wir das. Der wäre mit 99 Cent auch am günstigsten, ne? Ja. Fährt 78 km/h. Voll der Rennbus. Jetzt können wir mal noch hier reingucken. Und da reingucken. Der könnte, da können wir noch die Linie gerade mal ändern. Der kann auch über den Dingens fahren, nur über das Rathaus fahren. Mach das zu. Aber wenn er übers Rathaus fährt, nimmt er dann noch mit? Vom Bahnhof? Zum Geflügelhof wäre die Frage, ne? Lassen wir erstmal so fahren. Gucken wir uns an. Lassen wir schneller fahren, wenn wir sehen, wenn er ankommt. Fährt natürlich jetzt erstmal in die falsche Stelle. Kann auch erstmal hier hinfahren, ne? Einmal zum Bahnhof bitte. Hat er keinen eingeladen. Und hat auch, doch hat 8. 8 Leute hat er schon mitgenommen. Wow. Und in die andere Richtung nimmt er einen mit. 5. Ein. Okay, das macht aber dann Sinn, dass wir da mal schauen, dass wir dann doch das Rathaus mit reinnehmen. Würde ich sagen, oder? Oh, jetzt sind 6. Weil er macht ja dann miese immer. Wenn er das Rathaus mitnimmt, vielleicht nicht. Linie bearbeiten. Dann lass den vom Geflügelhof kommt er. Und dann fügen wir da ein das Rathaus. Und dann ist hinzufügen gesagt nochmal das am Ende, ne? Ne, das ist verkehrt. Weg. Den müssen wir da einfügen. So, jetzt passt's. So, jetzt hat er 4. Lass mal schneller laufen gerade. Jetzt kommt er mit 0 zurück. 35 vom Rathaus. 2 Geflügelhof.
Warte mal, jetzt fährt er raus zum Geflügelhof, nimmt niemanden mit. Okay, da war immer nur einer vorhin. Jetzt fährt er zurück. Jetzt packt er sich den Rest voll. Obwohl, zwei fuhren auch direkt zum Rathaus, passt ja schon. 35 fahren jetzt zum Flügelhof, zum Bahnhof. Und 35 nimmt er wieder mit zum Ostdeutschen Rathaus. Gut. Die hätte da abgeladen und zwei hat er noch zum Geflügelhof dran. Jetzt ist die Frage, ob hier welche zum Geflügelhof stehen. Adenauer Geflügelhof muss es heißen. Ja, sechs Leute, die er nicht mitnimmt, weil er dann schon voll ist fürs Dingens, ne? Das ist doof. Das ist doof. Da stehen jetzt auch schon neune, elfe. Er ist auf dem Rückweg. Jetzt fährt er zum Bahnhof und lässt die elf stehen. Und nimmt fünf andere mit. Nee. Das kannst du dann vergessen. Das heißt, die Linie musst du wieder ändern. Er darf auf dem Rückweg welche mitnehmen. Aber diese norddeutsche Großbäckerei fährt er nur zum Geflügelhof. Löschen wir das. So, jetzt müssen wir gucken, ob er das dann richtig macht. Hat jetzt niemanden mit nach draußen. Neune zurück. Lädt jetzt am Rathaus voll. Fährt dann zum Bahnhof. Und da nimmt die 13 zum Geflügelhof mit und 22 steigen doch ein und fahren hintenrum mit zum Dingens. Weil es wahrscheinlich schneller ist. Jetzt ist wieder am Bahnhof. Zwei für den Geflügelhof. Und 33 zum Rathaus über den Geflügelhof. Ja, ist das unser Ziel? Eher nicht, oder? Er nimmt 5 mit raus, 15 mit. Jetzt ist die Frage, ob da oben noch welche stehen. Ja, stehen auf jeden Fall welche. Das heißt, es ist verrückt. Er macht aber Plus. Jetzt gucken wir, wenn er da vorbei kommt, er gerade. Hat er jetzt gerade? Ne, er ist ja schon wieder weg. Da steht ein Passagier am Geflügelhof. Die Eier sind da. Er fährt jetzt raus. Jetzt fährt er raus. Fährt weg und lässt Passagiere stehen. Das bringt's mir nicht dann. Das bringt's mir nicht. Das will ich dann nicht. Dann bedeutet das, die Geflügelhoflinie fährt gar nicht das Rathaus an. Genau, so bleibt's. Dann fährt er natürlich wieder minus ein, wahrscheinlich. So, er hat einen Passagier für den Geflügelhof und neune zurück. Oh, er hat 10 mit. Das waren sogar 18. Einer zurück. 7. 3. Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir so lassen. Gucken wir uns nochmal in der nächsten Folge, denke ich, an.
wahrscheinlich dann eher am Ende der Folge, damit wir sehen, wie sich entwickelt. Okay, alles klar, haben wir es erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, und Kommentare sind wie immer herzlich willkommen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.